T-O-R-T-A, die Mandula, E, Pistachio, C-O-N, Fischi, Klammer auf, Mandel, Pistazien, T-A-R-T-E, mit Feigen, Klammer zu, 100 Gramm Butter mit Puderzucker, Zimt, 200 Gramm Mehl und eventuell, ein paar Tropfen Wasser verkneten. Vom Buttern, Teig hineingeben und gleichmäßig an Boden und Rand andrücken. Kühl stellen. Backofen auf 180 Grad, Klammer auf, Umluft, 160 Grad, Klammer zu, heizen. Feigen waschen, vierteln. Übrige Butter, Klammer auf, ca. 140 Gramm, Klammer zu, mit 75 Gramm Zucker cremig rühren. Eier trennen. Eigelbe zur Buttercreme geben, in ca. 3 Minuten schaumig schlagen. Eiweiß mit Salz steif schlagen, übrigen Zucker, Klammer auf, 75 Gramm, Klammer zu, einrieseln lassen. Pistazien, ganze Mandeln und restliches Mehl, Klammer auf, 25 Gramm, Klammer zu, in einen Mixer geben, fein mahlen. Die Mischung mit dem Likör unter die Buttercreme rühren, dann den Eischnee unterheben. Masse auf den Mürbeteigboden streichen und mit den Feigen belegen. Belag mit gehackten Mandeln, Orangenschale und zum Schluss mit etwas frisch gezupftem Thymian bestreuen. Tarte im heißen Ofen etwa 45 Minuten backen. Kuchen am besten lauwarm servieren. Nach Belieben mit Puderzucker bestäuben und cremigen Mascarpone dazu reichen. Pro Stück 815 Kilokalorien durch 3430 Kilojoule, 75 Gramm Kohlenhydrate, 23 Gramm Eiweiß, 52 Gramm Fett. Zubereitungszeit 45 Minuten, Backzeit ca. 45 Minuten.